Weiterhin starke Aktienmärkte. Bis jetzt lassen Sie sich da nichts sagen. Wir sehen hier den S&P 500, ein wunderschöner Anstieg, den wir jetzt hier sehen. Jedwede Chance für mal einen kleinen Rücksetzer und damit für einen schönen Einstieg, den versaut er uns aktuell. Zumindest nach meiner Fassung ist es so. Ich mag ja immer gerne einen Rücksetzer, der adäquat ist zur Größe. Ich kann das mal ganz kurz andeuten. Also auf das letzte Hoch vorhin. Vorhin ist gut, das ist schon vom 23. hier am Morgen. Da ist es zwar wackelig runter und dementsprechend die Long-Fortsetzung ja folgerichtig. Das ist ja immer der Klassiker, wenn es ABC oder wackelig ist, dann eigentlich die Trendfortsetzung. Allerdings, das ist immer dann offen, was die Ziele angeht. Und da bin ich dann ein bisschen pingelig und sage dann ja dann halt nicht, was schade ist, dadurch verpasse ich mitunter Bewegung. Aber man muss es ja nicht so machen, wie ich es tue. Nichtsdestotrotz, früher oder später wird ein Rücksetzer mal kommen. Und das meine ich jetzt nicht so, ja, hier Warnung, sondern nein, das ist eine Einladung an all diejenigen, die jetzt sagen, oh, jetzt habe ich schon wieder verpasst, ich steige jetzt hier blindlings einfach ein. Wenn ihr einsteigt, dann steigt halt auf irgendeinen Rücksetzer ein, um es ein bisschen günstiger zu kriegen. Und vor allen Dingen, um eine Bestätigung zu bekommen, ob ein Rücksetzer so aussieht, das ist meistens erstmal nicht ganz so schön, oder ob es eben eher so aussieht, dann hat man da gleich ein ganz anderes Gefühl dafür und sagt sich, ja, wunderbar, er korrigiert, also springen wir dann nochmal wieder auf. Im Moment gibt es noch null Schwäche zu erkennen. Ganz klar eine Aufwärtsbewegung. Wir sehen hier selbst in den kleinen Bereichen hier, ist das so ein ganz typisches Bild, was wir hier jetzt hier haben, was die Korrekturen auch angeht. Also noch weiter nach oben. Allerdings muss man auch sagen, es mutet ein bisschen fünfällig an, was wir hier haben, diese 1, 2, 3, 4, 5 Bewegung. Also wieder eine Chance für nach unten. Ich weiß, ich rede hier immer von den Chancen nach unten. Aber der Kerl, er steigt halt so. Also wer jetzt im Moment noch long ist, der gibt es keinen Grund, jetzt da in Panik zu geraten, drin bleiben, Stopp nachziehen und sagen, hier komm, lass den armen Mann laufen. Solange der unterwegs ist nach oben, ist doch super. Aber die Hoffnung ist halt, dass irgendwann mal wieder so eine Größe ist, beziehungsweise irgendwann mal wieder dann die entsprechend, ich sage jetzt mal ganz grob, so eine Größe ist, wo man dann sagen kann, ah, okay, von der Seite aus und dann steigt man da dann entsprechend wieder ein. Also das wäre zumindest mal mein Vorgehen. Wie gesagt, aktuell gibt es nichts für die bärische Seite. Generell bin ich bullisch erstmal vorläufig eingestellt. Bärisch, richtig bärisch werde ich erst, wenn wir im größeren Ausmaße mal so runter sind und dann wieder in die Richtung. Das ist im Moment nicht zu sehen und erwarten kann man immer alles. Das ist keine Frage. Es kann jederzeit ja so losgehen. Das ist ja etwas, was viele so nicht auf dem Radar haben, dass sie sagen, ja, das kann ich mir nicht vorstellen. Doch, vorstellen. Ihr müsst euch an der Börse immer alles vorstellen können. Dann wisst ihr in etwa, was passieren kann. Und dann könnt ihr überlegen, was finde ich davon halt doof? Wo mache ich Gegenmaßnahmen? Ja, und dann kann ich mir überlegen, mache ich das oder mache ich das eben nicht? Das ist ein bisschen ein Thema, was man nicht so gerne hat, weil es eben mühsam ist. Man muss da eben um die Ecke denken, notfalls nochmal. Aber das ist wie beim Anschnallen im Autofahren. Schöner ist es vielleicht ohne den ganzen Schnickschnack wie Airbag und Knautschzone und was weiß ich was. Wer fährt nicht gerne im offenen Buggy oder auf dem Motorrad? Aber auf der anderen Seite sich anschnallen zu können, eben die Absicherungsmaßnahmen zu haben, die sind dann doch ganz schön beruhigend. Und da kann man dann eben überlegen, welche davon man hier zum Einsatz bringen will. Gleiches Bild beim Dow Jones, ebenfalls im Moment noch überhaupt nicht zu erkennen, dass hier irgendwie was Negatives drauf ist. Insgesamt bin ich auch hier bullisch eingestellt, hier sogar fast noch mehr als bei den anderen, denn wir haben hier nach diesem Rücksetzer eigentlich was gut zu machen. Also nächste Korrektur hier wäre für mich eine wunderschöne Einladung für den nächsten Long. Mach halt mal sowas, sonst verpasst man es halt notfalls und muss dann halt gucken, ob man halt auf einer kleineren Bewegungswelle da entsprechend reinkommt. Das Prinzip ist im Kleinen natürlich genau gleichermaßen. Also wer jetzt eher im kurzfristigen Chart unterwegs ist und sagt hier, ach, ich will nicht immer so lange warten, kann man natürlich gucken, ob man auf kleinerer Ebene so ein Verhaltensmuster dann ebenfalls sieht und dann sagt, okay, wenn das hinreichend korrektiv ist, dann springe ich dann nochmal auf. Aktuell ist das zwar nicht wirklich impulsiv, aber es wäre halt ein fortgesetzter Trade. Das muss man wissen, ob man das mag. Allerdings Voraussetzung vorläufig erstmal nach oben gar nicht so schlecht. Nasdaq ist eine ähnliche Situation und deshalb wollen wir das ja auch gar nicht groß reden. Also auch hier gibt es jetzt nichts zu maulen. Die Leute sind im Kaufmodus und alles andere, ob es gute Gründe gäbe dafür, ist aus meiner Sicht gar nicht relevant. Das Einzige, was entscheidend ist, ob man mit dem Einstieg warten soll oder nicht, gibt es ein sinnvolles Stop-Niveau? Ist das auf dieser Geschichte weit weg oder kann ich sagen, das ist akzeptabel? Manch einer wird vielleicht sagen, hier unten drunter einfach stoppen, wenn man im kurzfristigen unterwegs ist oder im längerfristigen, dann hier stoppen.
wunderbar. Dagegen spricht grundsätzlich ja nichts von der Logik, aber es ist halt lukrativer, wenn man dann hier nochmal einsteigt und dann ist dann halt die Stoppweite ein bisschen anders und die Zielweite nach oben. Und ob man dann gegebenenfalls sogar einen etwas engeren Stopp da wählen kann, das ist halt so mein Ansatz, den ich da habe. So, also viel mehr gibt es eigentlich nicht zu erzählen. Hurra, einfach drin bleiben für die Longs. Keine Shorts jetzt in diesem Moment lostreten. Erst dann, wenn wir dieses Muster bekommen, sollte man ein bisschen vorsichtig sein und eben zumindest vorläufig mit einer weiteren Fortsetzung nach unten rechnen. Machen wir noch ein Abschlussbild auf Gold, denn Gold ist hier wirklich im Nahkampfchart. Gucken wir das gerade hier so an. Eigentlich gar nicht so schlecht. Machen wir so ein bisschen Augentraining. Letztes Tief, dann sind wir hier so nach oben. Jetzt hier die größte Korrektur und das können wir mal eben messen. Nur einfach mal, damit wir das mal so vor Augen haben. Diese Bewegung, die wir hier haben, und der Rücksetzer, der war hier 38. Er war allerdings ein bisschen schnell. Also, wenn wir Glück haben, kriegen wir noch mal einen hier rechts rüber. Und anschließend wäre dann das eine wunderschöne Idee, diese Geschichte hier quasi noch mal auf der Long-Seite zu haben. Und das könnte uns dann wieder in die Nähe dieses alten Clusters bringen. Es kann ja sogar ein bisschen weiterlaufen. Es muss ja nicht eins zu eins sein. Aber damit hätten wir dann eine wiederum spannende Situation, denn die Aufwärtsbewegung, die wir hier haben, die ist ja auch noch nicht so der richtige Burner, was die bullische Seite angeht. Aber das werden wir dann entscheiden, wenn wir in diesen Cluster da oben reinlaufen. Ungefähr die 1800er Marke. Ein bisschen tiefer fängt das an, ein bisschen höher liegen ein paar mehr Marken. Da lassen sich sicherlich noch jetzt einige dazu holen. Also ich denke, da können wir mal ein bisschen genauer gucken, ob da in diesem Bereich, nehmen wir nochmal diese Extension hier beispielsweise dazu. Und dann sehen wir, hier haben wir noch so eine dünne Marke. Die ist jetzt hier punktgenau hier auf dem Bereich auch noch mit dazugekommen. Ihr habt es vielleicht beim Einzeichnen gesehen. Also da liegen schon mehrere Marken und wir haben natürlich die vielen Symmetrien. Also zum Beispiel diesen Anstieg, den wir hier haben und jetzt das. Also wir sind jetzt in so einem vorläufigen oder Vorfeld jetzt hier angekommen als einen möglichen Widerstand. Bitte nicht davon ausgehen, dass ein einzelner Widerstand immer. So habe ich es nicht richtig geklickt hier, dass ein einzelner Widerstand immer gleich den Markt dreht. Aber je mehr Marken da einigermaßen eng beieinander liegen, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass einige da die Nerven verlieren und sagen: Ach Gott, dann nehmen wir da mal Gewinne ein bisschen mit. Ja, in diesem Sinne euch jetzt erstmal alles Gute, toi, toi, toi für eure eigenen Handelsentscheidungen. Bis zu meinem nächsten Beitrag wünsche ich euch auf jeden Fall erstmal alles Gute und sage ganz liebe Grüße.